Jo Leute, grüß Gott, wir sind wieder back am Start mit einem neuen Video und zwar eine Reaction auf Hamso 500 Feet PA Sports. Echt. Was auch echt ist, ist die Songlänge mit 2,17. Ist echt kurz. Also für PA, da warte ich schon mehr. Eigentlich schon. 2 Minuten 17, was ist denn das? Das ist ein Hook. Natürlich ist PA der Feature-Part, heißt, der wird jetzt nicht bestimmt haben, wie lange der Song geht, wie lange sein Part geht. Ja, safe. Aber so alles in allem vom Life is Pain-Label erwarte ich eine längere Songlänge. Außer vielleicht von Jamule. No front, ja. Einfach eine ganz normale Aussage. Ich habe aber mies Bock. Ich hoffe auf geile Lines heute Abend mal zur Abwechslung vielleicht. Ich will einfach Musikalität, ich will Rap. Ich will einfach hier geile Lines. Zufrieden aus dem Abend rausgehen können. Ja? Vielleicht ein paar böse Lines gegen manch andere Rapper. Das wäre sehr wünschenswert. Für den Abend zum Abschluss wäre es sehr schön. Ja, Leute, lasst bei den beiden Jungs Supporter. Sehr geil, dass die heute was rausgebracht haben. Und lasst ihr auch gerne Supporter. Wir freuen uns und dann gehen wir rein. Abfahrt. Weil es bei mir keine Grenzen gibt, verschmutze ich meine Hände nicht. Zahle. Boah, was ist das für ein Beat, Bruder? Der Beat ist krass, sag ich dir ehrlich. Also die Snare ist wild. Weil es bei mir keine Grenzen gibt, verschmutze ich meine Hände nicht. Zahle 5 Mille an ein Flüchtling, der dein Ende bringt. Ich mach, dass deine Fresse bricht, weil du nur am Blenden bist. Das hier ist eine gerade Kombo, die durch deine Deckung dringt. Drache wird dir kalt serviert. Das ist geil, Digga. Ist sehr sag geil. Dir ehrlich. Ich bin, ja, sehr strong gerade. Ist richtig geil. Boah, danke. Putze ich meine Hände nicht, zahle 5 Mille an ein Flüchtling, der dein Ende bringt, ich mach das deine. Die Stimme kommt auch richtig geil, muss man sagen. Also die Stimme auf dem Beat gerade ist gerade sehr wild. Presse bricht, weil du nur am Blenden bist. Das hier ist eine gerade Kombo, die durch deine Deckung bringt. Drache wird hier kalt serviert und an die Feinde adressiert. Ich höre erst dann auf, wenn dein Label was das Handtuch wirft. Hamso 500 will mit deutschen Rappern Gassi gehen. Verteile pures Flex an Ärzte in der Charité. Weiß ich deine Rarität, liefer beste Qualität, während deine Freundin unter Brücken für ein Zwanni bläst. Also, geile Lines dabei bis jetzt. Es ist ja wieder so, dass nicht diese Lines dabei sind, die komplett durch die Materie brechen, aber halt so ein paar Lines, bei denen man lachen muss. Und das reicht genau, mir ehrlich gesagt. Safe, ich mag Lacher. Ja. Fühle ich, ist gerade sehr schön an diesem Abend, auch mal was relativ Gutes zu hören. Ja, ich bin richtig gespannt auf PA und auf die Hook. Das sind gerade die zwei Sachen, auf die ich mich freue. Was nicht heißt, dass ich mich nicht auf den Hamso-Part gefreut habe. Ja, nicht böse nehmen. Life is Pain holt sich unantastbaren Hype und der Rest bleibt der Rest, weil ihr Bastarde seid. Alles geil. Es ist einfach geil, das sein Part abzuschließen, weißt du, Bastarde, ich meine? Bastarde, dieses Wort. Also wirklich einfach so ein geil asozialer Part. Nicht so random Lines und keine Ahnung, sondern einfach ein bisschen in die Fresse. Ja, wie gesagt, das ist aber das, was ich am liebsten höre in Deutschrap. Ja, klar. Life is Pain holt sich unantastbaren Hype und der Rest bleibt der Rest, weil ihr Bastarde seid. Alles, was du siehst, ist dir echt, unsere Streets und die Fabs. Wir sind Leute, die mit niemandem verhandeln. Bevor von uns niemand sich rächt, geht hier niemand zu Bett. Mir egal, mit welchen Leuten du verwandt bist. Alles, was du siehst, ist dir echt, unsere Streets und die Fabs. Wir sind Leute, die mit niemandem verhandeln. Bevor von uns niemand sich rächt, geht hier niemand zu Bett. Mir egal, mit welchen Leuten du verwandt bist. Ich finde die Hook geil. Ich finde die Hook auch geil. Inhaltlich vor allem geil. Also ich finde erstmal den Beat krass stark in der Hook. Ja, Beat ist eh. Ich fand PA Sports auch, also PA Sports fand ich in der Hook ein bisschen stärker, muss ich sagen, weil einfach seine Stimme geiler kam. Weil ich finde, Hamso hat in der Hook plötzlich seine Stimme so hoch gemacht und PA hat dann einfach mit seiner normalen Stimme gerappt in der Hook. Keine Ahnung. Aber was ich schwach fand, jetzt kommt. Die tickt nicht wie eine Uhr. Oh. Das ist, was soll denn das, ne? Sie springen auch nicht mit einem Trampolin zum Mars, Digga. Scheiße. Ist heute richtig wack. Ja, Mann. Jetzt PA Part. Komm, gib's. Gib ihm. Bring deine Leute ran, Flow wie in den 90ern. Der macht Competition, wurde vollgetankt. Komm bei deiner Freundin an. Das ist geflexte, Digga. Der wurde vollgetankt. Aber wirklich, in der heutigen Zeit wirklich, Alter. Das ist geflexte, Digga. Aber hallo. Rap jetzt noch, dass es Supreme Plus ist und ich hab Respekt, Digga. Leute ran, Flow wie in den 90ern, der macht Competition, wurde vollgetankt. Komm bei deiner Freundin an, gib ihr und ihrer Freundin Schwanz, wenn wir mit. Das ist so geil, ich will. Komm bei deiner Freundin an, gib ihr und ihrer Freundin Schwanz. Ja, so muss es sein, so will ich das geil hören. Auch mit der klassischen PA-Betonung, ist halt, ja, einfach, ja, ist halt einfach geil. Ist einfach PA, ist einfach wunderschön. Ja. Der macht Competition, wurde vollgetankt. Komm bei deiner Freundin an, gib ihr und ihrer Freundin Schwanz. Wenn wir mit dir fertig sind, bleibt hier nur noch der Zeugenstand. Baby, das sind deutsche Drums, Flow wie ein Original. Warum wird hier keiner frech? Ihr wisst doch, dass ich ficken will. Jeder.
geil, Alter. Oh, ist das geil. Warum bin ich so keiner was, frech? Ihr wisst doch, dass ich ficken ja, will. Ja, sowas will ich hören. Ja. Halt einfach dieses, disst mich doch mal. Ich will zurückdissen. Ja, genau. Und das ist das. Oh. Und bei PA weißt du auch, dass er das ernst meint. Ja. Weil PA macht Diss-Tracks und so weiter. Safe. Der macht nicht nur so leere Ansagen. Das ist eben das Geile. Ja. Wenn man Aschi dissen würde, dann wäre Hölle los. Das ist geil. Ja, warum sollte Aschi dissen? Ich sag ja, wenn. Ja. Und das wäre halt geil. Einfach. Ich will wieder Beef haben. Ja, wirklich. Ich will Diss-Tracks hören. Wann kam das letzte Mal ein Diss-Track raus, Digga? High Story gefühlt. Ja. 10 Jahre schon. High Story. Ich sag's immer, ich finde es cool. History. Ja, das war wirklich der letzte Diss-Track. Und ansonsten ewig lang her. Ja. Das ist einfach schade. Diss-Tracks im Rap sind halt am geilsten, sag ich dir ganz ehrlich. Diss-Tracks sind die geilsten Songs. Natürlich, wie gesagt, mag ich am meisten. Einfach in die Fresse mit Diss. Ja, bei einem Diss-Track ist jede Line ein Diss in die Fresse, persönlich, geil. Wundervoll. Wie Männer, ja. So muss das sein. Genau. Aus dem deutschen Drums, flow wie ein Original. Warum wird hier keiner frech? Ihr wisst doch, dass ich ficken will. Jeder Parasit, der bisschen Parasit, rap mir. Jeder Parasit, der bisschen Parasit. Ist jetzt nicht geisteskrank, aber sowas will ich halt hören. Ja, natürlich. Ja. Wortspiele. Ja. Warum wird hier keiner frech? Ihr wisst doch, dass ich ficken will. Jeder Parasit, der bisschen Parasit, rap mir jetzt auf Cannabis. Haben sowas in deutsche Rapper. Walla, alles Scharamit. Geil. Das war geil. Geil. Wie so das heißt, aber ist geil. Wie er den Video so anschaut, so, ach, ich bin jetzt dran. Ja. Boah, weißt du, kam das gerade rüber. Der bisschen Parasit, rap mir jetzt auf Cannabis. Haben sowas in deutsche Rapper. Walla, alles Scharamit. Eure Hintermänner sind Kinderschänder und Instagrammer. Heute mache ich Mios. Früher machten wir im Schwimmbad Bella. 765er entsichert in meinem Schrank. Denn echte Männer ficken mit der Gun. Oh, geil. Oh ja, es erinnert mich immer an Donuts, wenn ich das sehe. Ich schwör wirklich, ist einfach ist so. Alles, was du siehst, ist dir echt. Unsere Streets und die Fabs. Wir sind Leute, die mit niemandem verhandeln. Besser von uns niemand sich recht. Geht hier niemand zu Bett. Mir egal, mit welchen Leuten du verwandt bist. Alles, was du siehst, ist dir echt. Unsere Streets und die Fabs. Wir sind Leute, die mit niemandem verhandeln. Bevor von uns niemand sich recht. Geht hier niemand zu Bett. Mir egal, mit welchen Leuten du verwandt bist. Leider echt kurz. Ja. Also an sich, ich bin komplett zufrieden, geile Hook, geiler Beat, geile Lines, geil gerappt. Hätten sie noch am Ende zusammen einen dritten Part gemacht, so abwechselnd, dann wäre der Song, dann wäre finito. Das wäre so schön. Wäre ein richtig, richtig geiler Song gewesen. So ist es nur ein geiler Song. Ja. Ganz einfach. Pflicht aber dabei. Alles in allem, ich will sowas halt hören. Original. Wenn der Song nur eine Minute gegangen wäre, hätte ich ihn halt trotzdem geil gefunden. Safe. Ja. Aber länger ist immer besser. Eben. Ja, Leute, lasst bei den beiden Supporter, hört den Song an. Supportet einfach solche Songs, ja? Und Life is Pain, bald bei der 1 Million. Stimmt, strong. Macht bisschen Welle da, ja? Schreibt in die Kommentare, Hashtag. Fanmassen. Schreibt in die Kommentare, Hashtag. Legit hat mich zum Abonnieren überredet. Verbreitet den Hashtag. Oh ja. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Lasst ihr auch gerne Supporter. Haut rein und. Ciao.